Mich fasziniert es immer total zu sehen, wie aus weißem Licht die Farbigkeit des Regenbogens entsteht. Ich habe das hier einmal dargestellt durch fünf weiße Module, 15 Module in Pastellfarben und 12 Module in kräftigen Farben. Diesen Stern habe ich entworfen zur Taufe von unserem zweiten Enkelkind, weil man einem kleinen Kind ja auch wünscht, dass das weiße, noch unbeschriebene Leben sich nach und nach mit der Farbigkeit des vollen Lebens füllen möge. Und gleichzeitig natürlich auch, dass die Farbigkeit ihren Grund und ihre Bestimmung letztendlich hat im vollen Licht Gottes. Dazu mehr im Begleittext. Zusammenbauen kann man den Stern auf zwei unterschiedliche Arten. Einmal hier sieht man, ist die Oberseite schon etwas verspielt, etwas farbiger, obwohl der Regenbogen noch zu erkennen ist. Das hier ist etwas ruhiger. Ich zeige jetzt gerade, wie das gemacht wird, aber zusammenbauen werden wir den Stern dann auf diese Weise. Bisher habe ich bei den Regenbogensternen das ja immer so gemacht, dass ich angefangen habe, auf diese Weise, dass zwei Module einer Farbe zusammengesteckt werden, nacheinander, und dass dann hier die Fortsetzung folgt mit der nächsten Farbe und immer wieder ein Modul derselben Farbe angesetzt wird, das dann nachher die Außenspitze ergibt. Hier also immer wieder zwei Module derselben Farbe nacheinander und dadurch wird dann die Mittelkante einfarbig. Jetzt grün. Das geht dann nach außen. Schlussendlich muss jeder dann sich selbst überlegen, was ihm besser gefällt. Ich habe hier die Trinity-Module genommen, weil die Farbigkeit da am besten zum Ausdruck kommt. Man kann es natürlich auch mit den normalen Bachetta-Modulen machen. Aber zur Taufe und für ein Kind finde ich diese Module schöner, weil die nicht ganz so spitzig sind. So, hier sieht man also, die farbige Linie geht durch vom Zentrum aus nach außen. Das wirkt jetzt etwas ruhiger. Ich nehme jetzt die verspieltere Variante. Ich lege gerade mal ein Muster davon hin. Da sieht es dann so aus. Und das kommt folgendermaßen zustande. Ich muss die Module mir erstmal vorholen. Die habe ich geschickterweise hinter der Kamera platziert gehabt. So, wie kommt das Zentrum jetzt zustande? Es kommt dadurch zustande, dass man anfängt, indem man zusätzlich zu der ersten Farbe die zweite Farbe anfügt für die Mitte und dann wieder die erste Farbe für die Außenzacke. Also da muss man dann etwas umdenken. Ich glaube, ich mache jetzt mal die anderen Sachen aus dem Blickfeld. Das stört mich jetzt. Das stört mich auch. Sonst kann man die Farben gar nicht mehr sehen. So, ich habe jetzt also die Außenzacke. Da geht es dann weiter. An das Orange kommt erst das Gelbe. Und dann für die Außenzacke wieder das Orange. Also ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Dann gehe ich hier weiter. An das Gelbe kommt dann erst das Grüne. Und dann wieder das Gelbe.
Grüne, erst das Blaue und dann wieder das Grüne. Das Blaue verbinde ich jetzt dann natürlich mit dem Roten. Nehme noch ein zusätzliches Blaues dazu. So, da sieht man schon, das ist jetzt der Unterschied. Wie gesagt, das Verspielte gefällt mir jetzt etwas besser. Jetzt im Weiteren passiert das eigentlich, ist das Zusammenbauen genauso. Und zwar, an jede Farbzacke kommen jetzt zwei in der Pastellfarbe. In derselben, da kann man sich dann nicht vertun. Muss mal wieder gucken, dass ich das auch unter der Kamera mache. Darüber, wie diese Module, diese speziellen Module entstehen, gibt es ja schon separate Videos. Da brauche ich jetzt dann nichts mehr dazu zu sagen. Es ist halt so, dass gerade bei diesen Modulen die Muster in den Spitzen sehr gut zur Geltung kommen. Also an jede Außenzacke vom Mittelkranz wird eine Zacke angebaut mit den jeweiligen Pastellfarben. Grün zu grün. Das habe ich jetzt komplett, wie man sehen kann. So, jetzt werden die miteinander verbunden. Und so wie ich es in der Spitze gemacht habe, nehme ich jetzt zum Verbinden auch noch einmal die Farbe, die als erstes eingefügt worden ist. Bei der ruhigeren Variante würde man hier auch die letzte Farbe wieder nehmen. So, also das zusammen und wieder mit Rot verbinden. So, ich habe jetzt hier 5, die übrig sind, und da sollte der Regenbogen auch erscheinen. Jetzt kann ich einfach die weißen Module nehmen.
Öffnung schließen. So. Also Überraschungen gibt es immer wieder. Was ich auch interessant finde bei diesem Stern ist, dass man ihn legen kann, wie man will. Er sieht immer anders aus, weil die Farbverteilung anders ist. So, bei den letzten drei Zacken, wie gewohnt, diese Flügel alle auseinanderklappen und der Reihe nach ineinander stecken. Ich zeige das jetzt mal etwas ausführlicher. Und inzwischen weiß ich auch, wie man das gefühlvoll verschließt, das letzte Exemplar. Man biegt es etwas über den Finger. Steckt es hier etwas in die Lasche ein und an der Stelle, wo dieser Knick steht, da kann man es dann reinschieben in die Öffnung. So, ich hoffe, man hat das gesehen. Jetzt zeige ich nochmal für die Leute, die es noch nicht wissen, wie man das Ganze öffnen kann wieder. Ich nehme da ein Messer, ziehe das leicht hier raus, die Ecke, dass keine zusätzlichen Knicke entstehen. So, jetzt kann ich das Ganze wieder auseinanderziehen. Nur falls es doch mal geöffnet werden sollte, das ist jetzt eine grundsätzliche Sache, hat nichts mit diesem speziellen Stern zu tun. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal zusammen, dass man das nochmal genau sehen kann. Bei der letzten Zacke gerade der Reihe nach diese Flügel in die Laschen reinschieben, die letzte über den Finger biegen und ein wenig hier hinter die Kante schieben. Ich drehe es mal kurz. An der Stelle, wo der Knick ist, kann man es dann hineingleiten lassen. So, damit ist dieser spezielle Regenbogenstern fertig. Viel Spaß damit. Dieser Stern ist entstanden aus Blättern, die 9,9 cm lang sind. Bei der Blattaufteilung ergeben sich oben die Restblätter. Daraus habe ich dann den kleineren gemacht. Und diesmal habe ich auch den allerletzten Rest benutzt. 3,8 cm breit sind die Blätter. Und das gibt so einen winzigen Stern. Der hat mir dann so gut gefallen. Das sind jetzt normale Bachetta-Module, dass ich den dann auch in groß gemacht habe, sodass ich das hier auch als Vergleich zeigen kann. Ich nehme das Blatt mal weg. Das sieht dann in groß so aus. Und das werde ich als separates Video noch einmal abspeichern in der Rubrik Regenbogensterne in der Videoserie Bachetta Kreativ. Wer jetzt gleich den Stern etwas kleiner machen will, hat die Möglichkeit, das Blatt von vornherein anders aufzuteilen, indem sich dann 20 Blätter ergeben. Dann entsteht dieser Stern in der Größe. Mit dem kann man auch noch recht gut umgehen mit diesem Format. So, das zur Ergänzung. Hier habe ich einmal das Material von 7 solcher Regenbogensterne zu einer 210er Kugel verarbeitet und das kommt
dabei raus. Nur um das einmal zu zeigen. Diese Kugel besteht aus 70 kräftigfarbenen, 105 pastellfarbenen und 35 weißen Elementen. Orientiert habe ich mich dabei an der Sternenkugel mit dem Namen Lebensfarben. Und habe dann dabei den oberen Spitzenkranz weiß gemacht. Habe dann diese 5er Spitzenkränze reihum in Pastellfarben gemacht, mit jeweils weißen Mittelpunkten. Da reichen die Farben dann ganz genau. Und habe in der unteren Hälfte die 5er Spitzenkränze dann gemacht in den kräftigen Farben mit pastellfarbenen Mittelpunkten. Das ist mal was Neues zum Selbstausprobieren. Ich habe auch mal jetzt genau auf die Zeit geachtet. Mit Übung braucht man 2,5 Stunden ungefähr für diese 210 Module und 1,5 Stunden ungefähr zum Zusammenbauen, wenn man eine Vorlage hat, sonst vielleicht auch etwas länger.